Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Und ja, heute geht es nochmal kurz um Gimp, weil da viele Fragen aufkommen. Aber nochmal kurz davor, haut mir nochmal bitte alle eure Spielideen in die Kommentare, egal ob das Minispiele sind. Weil von den letzten Spielideen haben mir viele nicht gefallen oder manche kannte ich schon oder manche habe ich schon gebracht. Ja, deswegen haut einfach nochmal alles rein, was euch so einfällt. Und genau, dann wird es am nächsten Tag wieder ein paar Let's Plays geben. Bis April will ich die Zeit jetzt so rumschlagen. Gefällt mir zurzeit nicht so, was hier abgeht. So, und wie nennt man das? Kein Plan. So, auf jeden Fall geht jetzt hier um Gimp nochmal. Andere haben mich immer gefragt oder viele haben mich gefragt, wenn ich mir Gimp runterlade, erscheint das nicht, wie es bei dir ist. Also die Fenster links und rechts. Und heute wollte ich euch einmal kurz zeigen, wie ihr das macht oder wie ihr das so einstellt sozusagen. Erstmal geht ihr hier oben auf Fenster und dann Einzelfenstermodus. Das heißt, dass ist alles, dass die ganzen Tools, die ihr hier einfügt, automatisch in die Seite eingebunden sind, weil sonst wären die los und ihr könnt sie hier rumschieben. So, dann gehen wir erstmal für die rechten Fenster. Hier gehen wir auf Fenster, andockbare Dialoge und dann zum Beispiel Werkzeugeinstellungen oder Ebenen könnt ihr machen oder Kanäle, alles was ihr sozusagen braucht, habt ihr hier dann, wie gesagt. Und für rechts, für die ganzen kleinen Einstellungen, geht er immer zu Werkzeuge und neuer Werkzeugkasten. Dann habt ihr die auch wie gewohnt und könnt ihr zum Beispiel auch nochmal Text machen und den könnte man, oder ihr könnt zum Beispiel von hier drüben, wenn ihr das haben wollt, könnt ihr auch nochmal hier reinschieben, dass ihr hier ist. Und hier verteilt habt, wenn ihr das beides braucht, dass ihr es nicht immer wechseln müsst sozusagen. Kann man auch gut machen. Und auf jeden Fall müsst ihr euch dann hier rumtasten, was ihr für Fenster braucht oder welche ihr braucht sozusagen. Pinsel könnt ihr auch nochmal extra machen. Oder das könntet ihr dann hier unten auch nochmal, warte mal. So können wir hier oben nochmal reinmachen. Dann habt ihr hier das sozusagen. Aber ja, das war es eigentlich dazu. Wurde jetzt genug erklärt, denke ich mal. Ihr könnt euch jetzt selber hier rumforschen, durchforschen und müsst entscheiden, welche Fenster ihr für euch braucht. Ja, danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in den nächsten Tagen wieder. Haut rein.